Messers und Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil. Heute mal wieder auf meinem wunderschönen großen Account. Dieses Mal weiterhin mit einer tollen Nahkampfwaffe und zwar Freeze. Falls ihr euch fragt, was ich mir denn so bei den ganzen Rabatten jetzt genehmigt habe, denn wie ihr sehen könnt, ich habe nur noch 4000 Kristalle. Ja, ich habe jetzt einfach mal angefangen, mir, das war das Falsche. Naja, gut, okay, kommen wir erstmal zu den Missionen. Was müssen wir eigentlich heute machen? Capture the Flag einmal spielen im Deathmatch-Modus, im Team-Deathmatch-Modus. Kristalle verdienen, ganze 800 und dann 300.000 Damage machen an den Gegnern. Bei den speziellen Aufgaben sieht es wie folgt aus. Tag 1, 5000 Schlachtpunkte, bla bla bla, egal. Ja, das Ganze mit den... als ich das gesehen habe, ich dachte mir, mich haben Sorgen geplagt. Erzähle ich euch gleich. Aber ja, hier diese ganzen Dingsbumster-Sachen, ne, hier Doppelschutz und so weiter und so fort, sieht sehr, sehr gut aus, außer der Overdrive, da müssen halt noch immer ein bisschen über 50 verwendet werden, aber ansonsten alles wunderbar. Ich kann mir auch dann gleich einen Container holen, aber ja, machen wir dann erstmal die ganzen Aufgaben und so weiter und so fort. Jetzt aber erstmal rein in die Garage und zwar, das müsste man wahrscheinlich jetzt hier noch sehen, ja, da rödelt es. Habe jetzt einfach mal ja auch so geguckt, was verwende ich hier. Ich hätte auch Hammer verbessern können, aber egal. Firebird eine weitere Stufe, Freeze eine weitere Stufe halt mit den Mikroverbesserungen, Ricochet eine weitere Stufe und ich glaube, das war's dann auch erstmal hier. Ich habe dann aber noch bei den Untersätzen Hunter und Viking. Für Diktator hat's dann nicht mehr gereicht, aber ist ja auch egal. So, also ja, da habe ich halt im Grunde meine ganzen Kristalle reingesteckt in die Mikroverbesserung, damit ich da wenigstens eine Stufe rausbekommen kann. Okay, ja, ihr seht es vielleicht hier an der Seite bei den Ankündigungen, Panzer im Weltraum. Könnt ihr euch da gerne mal durchlesen. Ich habe aber heute, Alter, als ich das gesehen habe mit den Benzincontainern, ne? Containern, sage ich schon, Benzinkanistern. Ich habe so ein bisschen Panik bekommen. Ich dachte mir so, oh shit, wofür brauchst du jetzt Kanister? Ich habe, welche Folge war das? War das in den 300er Teilen? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Jedenfalls in irgendeinem Teil habe ich halt so spaßeshalber darüber gelabert, ne, dass du halt ja da deinen Panzer so ein bisschen tanken könntest, ne? So kann ja nicht wahr sein, dass die hier mit Solar oder sowas fahren, ne, mit Elektro und dann schön über Solarpanel aufgeladen werden oder sowas. Nee. Wie wär's denn, wenn man halt seinen Panzer tanken müsste? Ja, es ist doch nur logisch, oder? Ja, Panzer tanken, nicht wahr? Ist doch klar. Also brauchst du Treibstoff. Treibstoff musst du dir kaufen. Und dann komme ich online und gucke mir die Aufgaben an und sehe so, holy moly, du brauchst Treibstoff? Du kriegst Treibstoff. Alter, das erste, was ich gemacht habe, war, ich bin in die Garage gegangen, um zu gucken, so, wo steht so Benzinpreis und alles Mögliche, ne? So, wie viele Kanister brauche ich, um meinen Panzer aufzuladen, so. Ich dachte mir so, die wollen mich doch wohl verarschen, ne? Gott sei Dank ist das für diese, Panzer im Weltraumgeschichte, wo du halt so, ja, dann Schritt für Schritt so weitergehen kannst, hat so ein bisschen erinnert an, dieses eine Kinderspiel hier mit den Leitern und, Schlangen, glaube ich, ne, wo du halt so, wenn du auf dem Feld kommst mit einer Leiter, bup, 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 darfst du hoch, wenn du auf dem Feld kommst mit der Schlange, bup, 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 musst du wieder runter und so. Ja, gehst du halt eine Katze Preise gewinnen und so weiter und so fort. Aber um halt auf diese ganzen Felder zu kommen, brauchst du halt aber entsprechend Treibstoff. Das hat mich so ein bisschen wenigstens, sagen wir mal, glücklich gemacht. Das ist halt, come on. Dass der Treibstoff für sowas wenigstens gebraucht wird. Ansonsten, Alter, boah. Hättest jetzt angefangen, dass du halt Kristalle ausgeben musst, ne, um deinen Panzer in Bewegung zu setzen, so, jo, ne? Ist klar, Alter, ist klar. Wir wissen ganz genau, was dann passiert. Dann kommen so, weiß ich nicht, am Freitag hüpfende Schulkinder oder so, die hier die Straßen blockieren und dann hüpfen sie und sagen, Panzer machen CO2 oder so ein Bullshit, ja. Dann hast du das Problem, Alter. Kannst auch nicht mehr fahren, ne? Wenn auf einmal hier beschlossen wird, Umweltzone oder sowas, nee, Alter, hast keine Umweltplakette mit dem Auto, darfst du nicht reinfahren. Ja, ich glaube, da hatte Berlin oder so, ja, doch, ja, diese komische Stadt hier. Ja, vor allem Berlin, also, das passt ja jetzt sogar doppelt.
also Gott sei Dank ist das nicht durch oder so, ne? Aber so ein Autoverbot für die Innenstadt, wo ich mir so denke, alles klar, und wie kommst du dann da voran? Ja, mit den Öffis! Ah! Genau! Die Dinger, die gibt's ja noch! Die ja schon beim Normalbetrieb komplett ausgefüllt sind. Aber wenn nun alle darauf umsteigen sollen, so, wie habt ihr das euch nochmal so überlegt? Ah, Fahrrad! Oh ja, Fahrrad, genau. Natürlich. Berlin, die Stadt der ganzen Baustellen, ja. Ich sehe da gar kein Problem, du. Überhaupt gar kein Problem. Alter, nee, also wirklich, so teilweise musst du dir so denken, die Leute leben auf einem Elfenbeinturm, ne? Okay, whatever. Ich weiß gar nicht, wie der Stand da ist. Und ich als Radfahrer muss halt da ganz ehrlich sagen, mich pissen die Baustellen an. Ja. Und mich pissen auch andere Radfahrer an. Wirklich. Das muss man auch dazu sagen. Denen ist es auch egal, wo die fahren. So, die denken sich halt so, ich habe ein Fahrrad, so ich habe überall Vorrang, weil, weiß ich nicht, ich bin ein schwaches Glied hier auf der Straße, deswegen, ne? Komische Leute. Ja, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ah, richtig, genau, mit den Benzinkanistern, ja. So geht das. Naja, aber Alter, als ich das gesehen habe, ich habe wirklich zuerst ein bisschen Angst bekommen. Weil ich halt nicht wusste, so, auf was, wie soll das nun sein? Schade. Ich sollte mal gleich meinen Overdrive aktivieren, dann kann ich nämlich auch noch ein bisschen Damage machen, aber hier ist es halt so ein bisschen dämlich, weil du hast halt nur immer einen Typen vor dir und da halt den Overdrive für einen zu verschwenden, ist es halt so, ja, muss halt nicht unbedingt sein. Da kann man halt doch lieber versuchen, dann das einzusetzen, wenn halt dann tatsächlich, ja, zwei Leute vor einem stehen, ne? Dann reichst du halt damit einfach mal mehr. Als halt wirklich den tollen Viking Overdrive nur für eine einzelne Person draufgehen zu lassen. Das muss ja nicht sein. So, wo sind denn hier eigentlich die ganzen Boys? Na, shit. Yo, Alter. Smoky Dauerbeschuss, ne? Puh, die haben sich aber auch was überlegt da. Okay. Gut. Ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Ich muss ja sowieso nur noch ein paar Kills machen. Ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt gerade stand. Ich habe ja nur gezeigt, ne? Das Ganze ist schon so gut wie erfüllt. Aber jetzt komm, jetzt kann ich auch tatsächlich einmal den Overdrive verwenden. Er lohnt sich ja sowieso nicht mehr hier. Na, die letzten paar Sekunden, da kann ich jetzt tatsächlich auf den letzten Typen gehen, der halt mir gleich hier vor die Flinte läuft. Und ich gehe wahrscheinlich vorher drauf. Okay, krass. Ja, pff, na dann. Ich könnte heulen. Bin auch so scheiße, ey. Ich mit meinem niedrigen Gearscore von 7600, was soll ich denn da machen? Dankeschön. Ne? Wenigstens 6 Kills gemacht. Oh, einer hat in die Kommentare geschrieben, ich mach so 30 pro Schlacht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Davon kann ich halt nur träumen. Also vor allem auf dieser Map, the fuck, Alter, wie sollst du denn hier bitte mit so einer Nahkampfwaffe 60 Kills machen, ne? Das kannst du vergessen. Naja, ist ja auch egal. Haben wir verloren. Whatever. Ich glaube, ich musste die nur beenden oder was muss ich machen? Weiß ich gar nicht mehr. Okay, einfach nur beenden. Ja gut, dann gehen wir rein in... sie hat nur 16.000 Damage gemacht. Doch so viel, ja? Oh, hätte ich nicht gedacht. 800 im Team-Deathmatch-Modus an Kristallen. Hoffentlich bin ich da dann im Gewinnerteam. Ich kann mir jetzt auch noch hier meinen Container abholen. Oh, danke an die Leute, die mich aufgeklärt haben, warum zur Hölle ich meine Magnum neigen konnte. Das ist tatsächlich ein kleines Feature der Variation für die Minen. Ich hätte es mal tatsächlich lesen sollen, aber das war mir dann doch ein bisschen zu viel. Wollte ich nicht unbedingt. Ich dachte mir so, ja klar, Minenmodifikation, ja, oder Minenvariation wird halt einfach Minen werfen, ne? Okay, cool. Hätte ich ja nicht ahnen können, dass dann tatsächlich da noch mehr dahinter steckt, als einfach nur das Gedöns. So, wenn ich aber hier irgendwie Kills machen soll, dann muss schon ein Wunder passieren. Ich stehe gerade bei 0-2 und kann halt hier... Ich habe wenigstens gesehen, wo die Goldie hingeflogen ist. Das ist doch schon mal was. Gangster 4 GGG. GGG, ja. Mhm. Das waren
3 Gs. Okay, schöner Name. Hat ihn deine Mutter ausgesucht, oder was? Jetzt! Jetzt sprechen wir noch immer nicht meine Sprache. Noch immer ein Kill. Ich komme hier irgendwie gar nicht so voran. Willst du gleich den Overdrive aktivieren? Nein, noch immer nicht. Okay. 2 Kills, das geht besser. Noch immer 2 Kills. Okay, also ich mache halt hier wenigstens ein bisschen Damage. Das ist in Ordnung. Ich muss ja 300.000 machen und ich habe ja auch noch meine wöchentlichen Aufgaben und so weiter und so fort. Ich krieg langsam das Ganze so ein bisschen. Ich habe da so ein bisschen Zweifel mit der 50. Stufe in den letzten paar Tagen. Das sieht nicht gut aus. Das sieht echt nicht gut aus, wenn ich mal das so sagen darf. Ich habe noch so viele Stufen vor mir und die Zeit, sie rennt. Sie rennt wirklich. Sie rennt nicht nur, sie sprintet. Sie sprintet gerade wirklich extrem. Und wenn ich das nicht hinbekomme, ich kann mich natürlich freuen, wenn ich halt hier diese ganzen Special Missions nochmal fertig bekomme. Ja, na klar, da gibt es halt noch ein bisschen was. Insofern alles schön und gut. Aber ob das dann tatsächlich am Ende reicht, ich bin noch nicht so überzeugt. Ich habe jetzt aber auch nicht nachgerechnet, ob es tatsächlich noch möglich ist oder nicht. Es sieht halt für mich nicht möglich aus, weil halt einfach noch immer so fast 20 Stufen fehlen. Und für, ich weiß nicht, 3 Tage oder so, ne? Das ist keine leichte Aufgabe. Holy! Warum? Okay, aber egal. Mein Overdrive ist sowieso gleich wieder da. Gott sei Dank. Ist er nicht komplett auf Null gegangen. Das ist halt immer so bei dem Viking Overdrive so eine Sache, ne? Du hast ihn so... Oh, ich glaube, da kommt jemand. Du hast ihn so... Oh, dieser Damage. Ja, du hast ihn so ganz minimal aktiviert, ne? Und schon ist er bei Null, wenn du Pech hast. Ach, jetzt habe ich das gedruckt, was es hier wieder gibt. Das ist auch immer so meine Spezialität, Sachen zu druggen, die halt schon vor dir liegen. Oh, Junge, Junge, Junge. Ja, wirst du gleich... Ja, okay, gut. Danke. Immerhin. Immerhin waren sie so gütig und haben sich mir hingeschmissen. Dankeschön. Danke für den Kill. Ah, der haut ab. Oh, der haut auch ab. Aber jetzt kann ich hier wenigstens ein bisschen ganz kurz Randale machen. Naja, gut, was heißt hier ein bisschen? Es hat nur für einen Kill gereicht. Aber hey, immerhin schon mal 8 gemacht, ne? Das ist ja mehr als im letzten. Und es sieht gut aus. Es sieht gut aus für mein Team. Wir sind ganz kurz vor dem Win. Er hat's. Wut. Ach so. Ich dachte, da ist die Goldbox gerade eingeschlagen, weil das halt so aussah, ne? Junge, Junge, Junge. Ich dachte mir so, wie konnte er das denn überleben? Die ist direkt vor seinen Augen eingeschlagen. Ja, sieht jetzt doch nicht mehr so gut aus. Ja, okay, wow. Wir haben es doch nochmal verkackt, ne? 69-70. Schade. Das hätte nämlich wahrscheinlich gut Kristalle geben können, oder? Ja, wenigstens halt nochmal 100 oder so, die ich da hätte bekommen können. Ja, okay. Gut, muss ich ja noch einmal rein, aber ich muss ja sowieso Damage machen, ne? Und das sieht gerade wirklich, wirklich traurig aus. Vielleicht muss ich doch die Aufgabe wechseln. 300.000? Ich bin gerade mal bei 40.000. Nach 2 Schlachten. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. So, klauen wir uns mal ganz kurz das Teil hier. So, dankeschön. Ich habe eigentlich auch gar keine Lust mehr mit Trees zu spielen, aber mir bleibt ja einfach nichts anderes übrig, ne? Ich muss ja irgendwie trotzdem die Mission erfüllen. Und... Holy moly. Ja, das wird halt einfach nichts. Mit dem Damage. Da kann ich 20 Schlachten machen. Puh, bis ich auf 300.000 komme. Ich muss tatsächlich vielleicht mal die Aufgabe wechseln. Mal gucken, vielleicht bekomme ich ja was Besseres. Ja, okay, gut. Ich hätte das vielleicht auch mal gebrauchen können. Okay, ist ja jetzt auch völlig egal. Ja gut, wenigstens. Wenigstens den ersten Kill gemacht. Sehr schön. Keine komplette Niederlage. Oh, Junge. Gehen wir doch nicht auf den Keks. Puh. Ja, der hat aber...
Ja, jetzt reden wir mal hier. Come on. Wie viel hat er? Ach, das ist so einer, ey. Naja, da kann man sich heute auch sicher sein. Der hat's voll verbessert. Da hatte ich ja auch keine Chance mehr. Mehr Schutz, mehr HP. Ja, da kannst du einpacken. Und 1-3. Gar nicht gut. 1-4. Naja, okay. Ich werde dann danach einfach mal die Aufgabe wahrscheinlich wechseln und sie dann so machen. Mal gucken, was ich da so rausbekomme. Ich kann mir halt nicht so viele Wechsel erlauben, weil da auch natürlich die Kristalle jetzt fehlen. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Das ist aber auch so eine... Ich bin der Einzige mit einem 7000er Gearscore. Warum werde ich da überhaupt reingeschmissen in die Schlacht? Auch hier ist es schon wieder so, das ist einfach nicht wieder mal... das ist einfach nicht fair. Er hat sich selber gekillt. Ach komm, ey. Nicht mal die Leute wollen mir hier irgendwas übrig lassen an Kills. Holy moly, ey. Einfach mit Twins da durchballern. Na, guckt euch das mal an. So 9900, 9700, 9500, 9900, 9000. Da hier der eine mit 8800. Jo, herzlichen Glückwunsch. Und ich bin der Einzige hier mit einem 7000er Gearscore. The fuck? Da sieht man mal, wie aufgeschmissen man ist, wenn man halt tatsächlich nichts wirklich MK8 hat. Na? Da kannst du halt echt einpacken. Weil, oh Gott. Ja. Ja. Okay, cool, es hat doch noch gereicht. 3 Kills. Ja, aber ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich so auf höchstens 7 Kills kommen, denke ich mal. Also ich kann zwar jetzt noch hier den einen oder anderen vielleicht mitnehmen. Aber wenn überhaupt. Ja, ich gehe schon vorher drauf. Ja, jetzt hat der 3 Leute am Schutz gegen mich. Naja, wobei der eine zählt hier nicht mit 16%. Das kann man vernachlässigen. Ist nicht unbedingt viel. Ja, aber die 50%, die tun halt hier natürlich dann doch schon sehr weh. 99 Damage. Das ist nicht viel. Und der hat auch noch Schutz gegen Easy da. Jo, geil. Krass, Alter. 4-10, ne? Unglaublich. Ich könnte halt auf Firebird wechseln, aber... Firebird macht einfach weniger Schaden. Klar, okay, die brennen halt weg, ne? Wenn überhaupt. Aber wenn sie halt einfach sich, ja, danach heilen oder so, dann bringt mir das auch sehr wenig. Oh boy. Das war's. Also wir haben das Ding hier komplett verloren, aber das ist auch einfach alles andere als ausgeglichen, ja. Ich meine, dafür muss man sich einfach nur ganz kurz diese Tabelle angucken. Und sofern man nicht komplett farbenblind ist, ja, sollte man hier doch ganz gut erkennen, dass es halt einfach nicht ausgeglichen ist. Punkt. Ich komme nicht mal auf 7 wahrscheinlich. Das Match ist sowieso gleich vorbei. Kann mich freuen, dass ich wenigstens 5 habe. Ist halt noch immer viel zu wenig. Ja. Aber naja. Wenn du halt hier dem einen Typen nur 30 gibst. Was ist das? Das ist halt einfach nichts. Alright. In Ordnung. Das ist halt das gute alte Tanky-Matchmaking, ne? Welches man kennt und nicht liebt. Ja gut, war ich der 70. Kill, ist in Ordnung, dann muss ich mir das wenigstens nicht antun. Ich werde gleich nochmal wahrscheinlich reingehen müssen. Ich habe das ja nicht geschafft, aber erstmal gucken. 70.000, ne? Das ist halt echt mega, mega wenig. Gucken wir mal, Rugby-Modus, 1500 Punkte im Angriffsmodus. Zerstöre 3-mal Juggernaut. Ich habe keine Kristalle mehr. Verdiene Punkte im Control Points Modus 1500. Holy moly. Soll ich das noch einmal versuchen? Never. Ich mache jetzt noch einmal die Aufgabe hier durch. Die zweite. Und das war's dann. Hoffentlich wird jetzt das letzte Match besser. Ich muss noch ein bisschen... Ja, knapp unter 300 muss ich noch machen. Und was haben wir hier? 18 Panzer muss ich noch vernichten. Okay. Gut, ja, jeweils 18. Ja, na dann. 18 Panzer vernichten, 18 mal Druggen.
Hoffentlich wird's was. Aber das mit dem Schaden, ey, 300.000. Ich habe jetzt gerade mal, was war das, 60.000, 70.000 nach drei Matches gemacht. Das ist nicht unbedingt viel. Nicht unbedingt viel. Ja, aber hier das mit den Aufgaben. Ne? Mir fehlen halt noch über 1.000 Sterne. Und die Zeit ist doch sehr, sehr knapp. Mal gucken. Mal gucken. Alright. So, weiter geht's. Wie sieht's denn hier aus, Jungs? Ist nicht gerade meine Lieblingsmap und auch keine Map, auf der ich hier viel viel machen kann. Und das fängt hier schon wieder so toll an. Ich glaube, ich gehe freiwillig raus. Weil bis ich hier bei den Gegnern ankomme, ich glaube, das lohnt sich nicht. Nee, das muss ich mir wirklich nicht geben. Das ist einfach dämlich. Das ist wirklich Zeitverschwendung. Weil bis ich bei den Gegnern ankomme, egal, was mich da jetzt abschießt, Ricochet oder Twins oder was auch immer, ich komme nicht einmal in die Nähe der Gegner. Das ist dämlich, da jetzt irgendwie nochmal 6 Minuten oder so drin zu verbringen für was auch immer. Ja, 2, 4 Kills oder so, das muss nicht sein. Hoffentlich wird das jetzt ein bisschen besser, wenn ich nicht in derselben Schlacht landen sollte, was ja teilweise auch der Fall ist. Okay, das geht schon mal. Das ist in Ordnung und wenigstens, ja, na gut, okay. Sehr, sehr komisch. Ich kann halt nicht sagen, ob das jetzt wirklich geil ist. Es ist halt sehr durchwachsen, was den Gearscore angeht. Das kann man doch schon mal feststellen. Es ist wirklich sehr durchwachsen. Und zwei Leute mit nicht mal 6.000. Und ja. Zwar haben wir dafür... Okay, gut, das ist im Grunde auch nicht unbedingt fair. Naja, whatever. Mal gucken. Vielleicht kann ich hier doch noch ein bisschen mehr reißen. Na, auch wenn halt natürlich die einzelnen... Also, ob da jetzt jemand mit MK7.5 oder MK7.10 ankommt oder so, da wirst du halt nicht viel Unterschied merken. Aber es macht halt dann doch einen Unterschied, ob jemand ganz normal eine MK7 hat oder halt eben MK8 so gesehen. Das macht dann doch schon einen gewaltigen Unterschied. Ja, klar. Und dann halt natürlich auch Drohnen. Die spielen ja auch noch da mit rein. Und ich bin tot. Aber wenigstens habe ich ihm ein bisschen Schaden gegeben. Solange er sich jetzt nicht teilen lässt, sollte das doch in Ordnung sein. Aber hey, immerhin, der Anfang ist soweit ausgeglichen. Was halt jetzt ein bisschen abfuck ist, ist halt natürlich das Ding da oben. Ja. Puh. Kriege ich den hier? Kriege ich ihn? Na gut, ich musste mich wenigstens später heilen. Ja, alles klar, dankeschön. Gut. 4 Kills. In Ordnung. Das ist das, was ich wahrscheinlich wirklich tatsächlich in der anderen Schlacht bekommen hätte. Mehr wäre da tatsächlich nicht drin gewesen. Ansonsten, gerade geht das. Wow. Also ich muss sagen, die ersten Schlachten, die waren ja komplett dominiert, was den Firebird-Schutz angeht. Mittlerweile sind irgendwie immer weniger da mit Firebird unterwegs. Vielleicht, weil sie auch die Aufgabe jetzt schon alle so weit geschafft haben. Das kann ja natürlich auch der Fall sein, dass halt dann entsprechend diese Waffe nicht mehr so benutzt wird. Ne? Und man jetzt einfach mehr so freesnippt. Das könnte ja auch sein. Der Basisschaden der Waffe ist ja pro Sekunde größer als der von Firebird. Also, wobei ja Firebird an sich nerviger ist. Ja, mit dem Nachbrennschaden, also, ja. Aber krass, es ist ausgeglichen, hätte ich nicht gedacht. Aber ja, man, irgendwie der eine 0-0, obwohl er die ganze Zeit im Match ist, was macht er denn? Gott, Alter. Ist ja gut, Kollege. Junge. So, ich kann natürlich halt mal versuchen, an die Gegner ranzufahren. Ja, danke schön. Immerhin ein bisschen was. So, jetzt ein wenig Schaden gemacht, das ist doch schön. Damit kann man doch leben, ne? Na, kriege ich ihn noch? Ja, sehr geil. Schön, 8 Kills gemacht und wir haben ja noch ein paar Minuten hier auf der Uhr und ich bin fasziniert, wie ausgeglichen das ist. Also ich werde wahrscheinlich nicht die letzten 8-10 Kills machen können. Das wird wohl nicht gehen. Aber wenigstens ein bisschen was. Nice.
Schön. 9 Kills. Ja. Ja, ja, aber da fehlt dann die Zeit. Also es wird, weiß ich nicht, irgendwo landen. Keine Ahnung, wo ich dann am Ende stehe. Maximal 15, würde ich sagen. Also ja, das wäre schon aber das wirkliche Maximum. Mehr halte ich für nicht möglich. Oh, bitte. Natürlich. Natürlich. Natürlich musst du deinen Overdrive aktivieren. Gar keine Frage. Okay, na dann. Nochmal bitte. Ja, ich gehe mal lieber auf den hier. Der da oben, der hat mir ein bisschen zu viel. Come on! Ja, was war? Was habe ich nochmal gesagt? 15? Nein. 11. Ich korrigiere. Maximal 11 Kills. Na, wenn der Anfang gut ist, dann ist immer das Ende bei mir schlecht. Oder umgekehrt. Der Anfang ist mega schlecht und dann wird das Ende hin besser, aber dann bringt es halt auch nichts mehr. Weil halt eh alles schon gemacht wurde. So, geh mal weg da. Oh, nice, den sollte ich jetzt aber auch nochmal bekommen. Ja, geht doch. Gut, er hat auch nochmal ein bisschen was geschafft hier. Schön, jetzt habe ich meine 12 Kills sogar. Ja, das ist toll. Das ist toll. Das freut mich. Das ist super. Das ist ein gutes Match. Ja, ich mache wenigstens was für mein Team. Kann mir keiner vorhalten, ich hätte nichts gemacht, ne? Also insofern, alles cool. Nice. Ja, komm, kriege ich den noch? Ja. Ach komm, ich wollte dich doch auch noch. Schade, aber jetzt verbrenne ich. Shit. Aber das Ding ist tatsächlich wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass das so ausgeglichen ist, aber ja, wow, cool. Ja, aber man sieht irgendwie, was der Gearscore ausmacht, ne? Bei denen da unten, die zwei mit den 5000ern, die machen gar nichts. Da ist leider schon alles verbraucht an Power. Das ist echt krass, was das für einen Unterschied macht, ne? Unvorstellbar. So. Ja. Gut, aber hey, immerhin, ich habe alles geschafft, mehr oder weniger. Nein, Quatsch, ich brauche noch ein paar Punkte. Nee, was, ich brauche Kristalle. Ah, achso, na dann. Das sollte ja doch noch, hoffe ich, möglich sein. Ah, gleich macht er hier sein Rambazamba-Gedöns. Alright. Aha, seine Dings, ne? Seine Dingsmine, Mine, seine Drohne war es wahrscheinlich oder so. Wird's ein Ausgleich? Jetzt bloß nicht draufgehen, Jungs. Alright, alright. Auch wieder ein ganz, ganz knapper Sieg, so wie die Niederlage davor. Aber immerhin, jetzt habe ich meine Kristalle. Das ist sehr schön. Ja, was mit den Punkten, was das damit auf sich hat, ne? Das ist, Alter, muss ich 1500 Punkte erspielen. Das ist so, so ekelhaft. Aber gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht das Video besser. Reunion ist ja klar. Man sieht sich dann im nächsten Teil. Und bis dahin noch einen wunderschönen Tag.